Daily Shot. Hippie-Teil. Sieht man das hier? So, ja, also wie so ein Piraten. Mit Pailletten und so. Prost, Lisa. Der Flachmann ist auch aus dem KDW. So, jetzt kann ich mich von mir erholen. Bevor ich solche Aufnahmen mache, lege ich mir ja immer was griffbereit vor. Ich denke, vielleicht willst du was davon vorlesen. Jetzt habe ich mir hier zum Beispiel genommen Nancy Friday, die Macht der Schönheit. Manchmal denkt man, lese ich so, ach, das hättest du jetzt anstreichen müssen, aber wieder nicht gemacht. Und deshalb kann ich jetzt leider auch nicht hier... Oh, ich habe jetzt mal ganz spontan ein Kapitel aufgeschlagen. Feminismus und Schönheit, Mädchen in, was steht da? In duftigen Sommerkleidern. Feminismus und Schönheit, Mädels in duftigen Sommerkleidern. In den 60er Jahren... Single zu sein, war für eine Frau ein Geschenk des Himmels. Das sexuelle Erwachen aus dem Dornröschenschlaf, dank einer verlässlichen Empfängnisverhütung und der damit einhergehenden Freizügigkeit, war eine Offenbarung. Wenn man diese Aufbruchstimmung miterlebt hat, kann man die heutigen Schwierigkeiten vielleicht besser verstehen. Wer in den 50er Jahren aufwuchs, der erlebte die Geburtsstunde des derzeitigen Geschlechterkriegs im Rahmen der alten patriarchalischen Strukturen. Oh, das ist ein dickes Buch. Da kann man nicht einfach irgendwo mittendrin anfangen. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Die sieht ja frech aus. Sehe ich hier ein Foto von Nancy Friday? Sie guckt ein bisschen. Guckt aufmüpfig. Aufmüpfig finde ich immer gut. Seid aufmüpfig. Ja, vielleicht sollte ich es einfach nochmal lesen und mir doch mal was anstreichen. Die Macht der Schönheit. Ich muss zugeben, ich habe es mir wegen des Titels gekauft. Ja, ich habe schon von Nancy Friday gehört. Von ihren Verdiensten. Da dachte ich mir gerade, dass sich dann so eine Feministin mit dem Thema da so beschäftigt. Kleider machen, Leute. Oh, das ist eigentlich ein Kapitel, das passt doch zu meinem Thema. Ja. Kleider machen, Leute, Seite 347. Ich habe nichts zum Anziehen. Oh, das ist aber schon sehr Meta. Ich mag immer gern so persönliche Beispiele. Ich mag es überhaupt alles, was sehr, sehr persönlich ist. Finde ich immer sehr interessant. Abschließend sage ich nur zu dem, was ich da jetzt gemacht habe, ein Jahr. Es war eine Verbindung zwischen der Oberfläche der äußeren Welt und der inneren Welt. Meiner inneren Wahrnehmung und der äußeren Wahrnehmung, das zusammenzuführen, einander zu verheiraten. Ich habe mich selber geheiratet. Mein Inneres hat mein Äußeres geheiratet. Aber nicht erst in diesem Jahr. Wir haben Hochzeit gehalten. Und das sind die Hochzeitsbilder. Das ist jetzt das Wort zum Sonntag. Morgen ist Sonntag. Mein Wort zum Sonntag.